So, wir brechen auf, Leute. Das sind die letzten paar Meter. Bis die. Nochmal zum Einkaufen. Und dann geht's weiter. Gehen Deutschland, Leute. Wie schon gesagt, wehmütiges Gefühl. Eigentlich will ich länger hier bleiben, ohne Scheiß. Ist so Gesundheit oder halt die Schnauze. Ja. Bisti! Aber ist eigentlich übel geil, das südländische Flair. Aber es geht halt, nee. Ne? Deutschland muss Ende sein. Ist so. Geiler Basketball. Deutsch da, halt die Schnauze. Bis die. Pontio Kantawa kam bläst. Ja, durch. Hast du gesehen? Scheiße, das hast du nicht aufgenommen, oder? Kann sein, ich weiß nicht. Ich hab die ganze Zeit gehalten. Aber die ganze Zeit. Der Kreisverkehr ist geil, der blinkt nämlich nachts. Richtig geil. Jetzt, ja. Le Musica, das wenigstens ist Copyright frei. Schöne Häuser, gönnt euch. Ist eigentlich gepflegt hier, auf die ganzen Randstreifen etc. Die Randstreifenbegrünung ist on top. Und hier seht ihr jetzt diesen Kreisverkehr. Er leuchtet bei Dunkeln. Apothekas gibt es auch jede Menge. Guck mal. Pontio Kantawa kam bläst. Bonjita. Tra poco facciamo invece anche Roundabout apartments private. Wonderful. Was geht ab, ja? Mal hier. Geiler. Ach, ja, Wackelarsch. Jetzt zeig mal euch tanken auf Kroatisch. Euro Diesel, geh mal. Welche Seite? Weißt du, welche Seite ist? Linke Seite, linke Seite, jo. Ja. Und dann können wir. Oder? Windows, you can clean our car. I can clean our dildo. Yeah. Exactly. I have a good idea for something, but not our dildo. But we must ein paar Euro geben. Nee, wir machen jetzt nicht. Das ist scheiße. Das ist wieder Geld. Nee, machen wir nicht. Nur. Fünf. 5-1 Pronce Cosenca, in Atancaro, in Atancaro. Wir werden sehen, ansonsten haben wir eigentlich schon. Wir haben jetzt zwei Aprikosen, nehmen wir noch zwei mit, die wir jetzt essen können. Wir jetzt essen, genau. Weil wir haben heute nur einmal gegessen. Ja, wir haben heute nur einmal gegessen. Ja, wenn wir jetzt fahren, brauchen wir schon auch schon was. Ja, aber was nicht zu sehr uns ermüdet, also so ein bisschen was. Ja, Aprikosen und sowas ist schon gut. Ja, natürlich. Wenn wir jetzt hier Schokolade fressen oder so, dann können wir gleich schlafen. Das ist auch so. Lasst die Kapturare in San Diego, Stop! So, was wollen wir? Ich hab gesagt, ich kenne, aber. Ha?
Eigentlich kenne ich, wirst du nur müde davon. Na später, aber wenn du total hungrig bist. Nimmst du einen Dog, da wirst du satt. Dog geht. Mulatka, Schuka, Mulatka. Oh, ist da viel los heute hier unten. Was ist hier los, ja? Was ist hier los? Bissi. Bissi. Na guck mal, was passt. Nicht vegan. Nee, das kann doch nicht sein. Da ist Flügel Schokolade drin. Was? Das ist nicht vegan. Ist nicht vegan, bleibt. Lieber Obst und sowas. Nicht vegan, my friend. Glutter. Milch brauchen wir nicht. Wenn dann nimmer. Wasser. Ne. Sojamilch. Haben die Soja? Für was brauchst du Soja? Na, für dieses Müsli. Reismilch, Sojamilch, sowas. Ja, da war doch mal. Brauchen wir nicht. Weg. Das ist schweineteuer. Aber 11 Euro. Die sind schon weg. Also ein bisschen. He's such a new sensation. Ah ja. Sorry, is it to water? Just one beer and one water. Sorry. Sorry, yeah, okay. One water, craft people and... Yes. Yeah, definitely. It's enough. Okay. Because it's our last Kuna. Thank you. Okay, thank you, bye. Ich dachte auch, Weile, oder? Wie du das aufgepasst hast, die hat ins Flair aufgerechnet. Was haben wir? Noch irgendwas, ja. Aber die hatte auch schon zwei Wasser drin. Dann hat sie ja immer noch rausgenommen. Es waren dann vier. Dann wurde es schon mal weniger. Und dann das eine. Ja, mit Touristen kannst du es machen. Aber nicht mit uns. Aber nicht mit uns. In was die war Box. Das? Haben wir in der Box? In der Box. Da wollten wir noch mit der flirten. Ich weiß nicht, wie ich mit der flirten soll. So, meine Freunde, wir nehmen von Rovinj, dem wunderschönen Örtchen in Kroatien, was wir kennenlernen durften. Ne? Wir sind ganz traurig, nicht wahr, Juri? Ja. So traurig, ja. Ihm fehlen die Worte und ich auch. Ja. Wirklich ohne Scheiß. Ja, jetzt sind die letzten Eindrücke nochmal. Die ich euch so ein bisschen mitgebe, in die Hand gebe. Das ist schon eine verdammt mediterrane geile Gegend. Und wir vergleichen jetzt mal die Bilder, wo wir hier angekommen sind, ja, und jetzt so die Bilder, wo wir jetzt so abfahren, ja, das ist so diese richtig Mittelmeerstimmung oder so diese richtige Urlaubsstimmung irgendwo, kann man so sagen.
die Verbotsgruppe verlassen. Magic stick! Ah! It's dirty! Can you clean it? Really, it's really dirty! Can you help us? Can you... You need picture, of course! Yes! Can you clean it? Hallo. Picture, ja. Yeah. Not, ciao, ciao, bye, bye. Not the kind of business. Yeah, aber geil. Geil, geil, geil. Nice. Schwanzes, Bro. Und, nice Schwanz, Bro. Bella Italia. Na ja, gut, da haben wir fünf Länder. Wenn das nicht ist, dann weiß ich alle. Geht das hoffentlich runter jetzt? Autostrada, hier rechts. Autostrada ist keine Autobahn. Aber ich. Autostrada ist auf. Verkehr an der zweiten Ausfahrt auf, via Cesar Augusto Colombo verlassen. Die Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf. Jetzt das ist ein geil, Bus guck mal, das ist eine alte Karre. Ja, ist geil, auf jeden Fall. Ich denke auch so, meinst du nicht, ich bin nicht so viel wert. Chillig, ja. Nicht, weil ich denke, oh, cool, oder so. Aber das hat schon Charme, ja, ja. Ja, ist ja, 100%. Ja. Weil es ja. Ja. Und in 500 Meter ich weiß gar nicht, wo weiß, weil die ganzen scheiß europäischen Länder bis auf Deutschland schon auf die Idee gekommen sind, man könnte ja mal ein bisschen was machen, um das Bruttosozialprodukt zu erhöhen. Ja? Genau genommen greift diese Sendung auf satirische Weise unsere zeitgenössischen angeblichen guten Sitten an. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt. Zum Beispiel überall irgendwelche Maulscheiße. Und Zeit ist Deutschland armer. Noch nie sowas erlebt in Deutschland, in dem Wildcamping. Das ist. Da bist du ermahnt und dann sagen die dir, ja, bist du. Der Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt auf Lago della Coletta. 110 Euro, das ist ja dein Balli als erste Strafe. Das ist immer. Ja, weg zu, das ist so. Bei denen ist es ja typisch Touristen, also ein typisches Sommer-Touristenplan. Deswegen kommen da so viele Leute mit Wortmund hier. Aber 110 ist schon ganz schön. 110 ist nicht der Nachbarn. Aber würdest du 20 Euro bezahlen, würdest du jeden Tag warten. Ja. Jeden Tag warten, bis du dann wieder erwischen hast. Und dann ist es noch günstiger als Campingplatz. Ja. Wenn du jeden Tag 20 bezahlst. Ich kann es schon nachvollziehen. Tschüss! Also, aus unserer Sicht ist es unschön, aus unserer Sicht ist es sehr lang. Cool, das Ding, ey. In einem Kilometer den Preis. Guck mal, du bezahlst jetzt, ey, du sollst es nicht abgeschnitten. Und dasselbe ist er mit dem Fleisch. Ja. Aber die haben eben Mittel und Wege, das Ganze so zu machen. Irgendwo in Schweden, ja, oder Norwegen bezahlen die tatsächlich. Und deren, also schlimmer. Die, wo sie es wissen. Ja. Das
Die müssen das jetzt. Ja, weil die muss ich das Einkommen wissen. Bei uns müssen die. So ist es. Bei den Deutschen wissen sie das gar nicht, was da machen kann. Bei den Deutschen könnt ihr es ja nicht. Vielleicht schätzt ihr, aber ich weiß ja nicht, warum sie noch was anderes. Wie auch immer. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt auf, Lago della Cuneta verlassen, dann halb rechts abbiegen auf Via Saar. Aber geil, ey, ein schönes, ohne Scheiß. Wie schön das hier ist, ey. Wie schön das hier ist, verdammt. Alter. Alter, was ist denn das da? Ist das ein Puff oder was? In 200 Meter halb rechts abbiegen auf Via Saar Pullo. Krass, was es hier alles gibt. Wo sind wir denn gelandet? Wo sind wir hier gelandet? Halb rechts abbiegen auf Via Saar Pullo. Pullo, Pullo. Oder ne? Yes. Ja, komm, wir machen mal ein Video. Machen wir ein Video? Ja, wobei Adela. Läuft das? Für Adela, wir schicken ja Prost-Video, Vivo-Video. Vivo-Video. Mit Handy oder mit das? Mit Handy, klar. Mit Handy. Ja. Prost, dein Wohl. Prost. Da denken die, was? Die fahren Auto und trinken Bier? Genau. Gut, machen wir. Oh, scheiß Brille, Alter. Ich sehe aus wie ein Gypsy. Gypsy Style, werden. Yeah, Prost! Yo, Gypsy Style, Happy Birthday! Wir sind, Happy Birthday nochmal nachträglich, wir sind in Italien! Du wirst es kaum glauben, wir sind, uns hat es nach Italien verschlagen. Wir wissen auch nicht warum, wir sind zufälligerweise hier hingefahren. Ah, Scheiße! Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf die Anfilangelo Buonarroti verlassen. I love shoes. Love shots. I love shots. Tanga Lindi. Für 31 Kilometer weiter geradeaus. Christus Mestres. What's going on, baby? Spazio. Spazio. Das Ganze, weil wir versehentlich nach Italien gekommen sind, was am Aschenbruch geil ist, am Aschenbruch nicht. Versuchen wir jetzt das Beste draus zu machen und hier über Landstraße mautfrei zurück zu Roadtrippen. Und auch schon wo bei der Zugspitze dann im Endeffekt anzukommen. Wir haben jetzt Fahrerwechsel gemacht. Es ist um 0.45 Uhr ziemlich genau. Und wir fahren jetzt noch eine Weile. Mal sehen. Ja. Ich
bin auch schon leicht müde, aber es geht noch. Also momentan habe ich gerade wieder Wien hoch und bin wieder aktiv. Tja, die Landstraßen hier in Italien sind eigentlich ganz gut ausgebaut. Das ist sehr ordentlicher Asphalt, es sind kaum Löcher drin. So, was soll ich weiter sagen? Es ist dunkel, ihr seht mich nicht. Das wird ein Darkroom, Leute. Darkroom-Interview. Wer es anhört, hört es nicht an. Wer nicht, der hört es nicht an. Das ist wie eine Art Hörspiel für euch. Also, es ist quasi, ihr könnt es so anhören zum Autofahren quasi. Ist das nicht geil? Ich weiß auch nicht. Fakt. Tja, was soll ich weiter dazu sagen? Ihr seht es hier. Ihr seht es, es ist eine Straße. Tja, jetzt geht es erstmal weiter. Ich gucke mal. Und dann sage ich mal was, wenn irgendwas Interessantes passiert ist oder so. Ja. Abgegrüßt. Wieder so ein krasser Kreisverkehr, Leute. Könnt ihr euch das mal, wie das so blitzt und funkelt? Ich muss mal sehen, wo ich hier langfahren soll überhaupt. Das ist schön. Ah, hier. Kurvige Straßen und keine Ahnung, wo das hier lang geht, das ist aber auf jeden Fall geil und es hält ihn ein bisschen wunder, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ihr so kurvige Straßen habt, dann müsst ihr natürlich immer was machen. Autobahn wäre ich hier auch schon eingeschlafen wahrscheinlich. Insofern ist es eigentlich eine ganz easy Sache. Und natürlich die Nachtstunden, jetzt haben wir es im Ense, ich sag mal bis um 4, um 5 auf jeden Fall. Wollen wir gerne mitnehmen, weil das sind die wertvollsten Kraftfahrstunden im Prinzip, weil jetzt ist nicht los. Ne? Und wenn dann halt viel los ist, dann kommt er nicht gut voran. Ganz einfach. Deswegen bei so einem Roadtrip versucht halt auch ein bisschen über Nacht zu fahren. Kann ich nur jedem empfehlen, weil es einfach, das sind die wertvollen Fahrstunden. Auch wenn ihr nicht so viel seht, natürlich auch tagsüber, damit ihr was seht, aber nachts ist halt, ihr seht nichts, außer die scheiß Scheinwerfer, aber es ist halt schon sinnvoll nachts zu fahren. Wir fahren jetzt über Land, also Landstraße, ne? Ist halt ein bisschen langwieriger, aber dafür gibt es keine Maut. Ne? Das ist und der Verbrauch in der Regel so viel niedriger, weil ich fahre ja im Prinzip extrem unnatürlich. Wir fahren ja die ganze Zeit nur auf knapp, ihr hört es klappern, auf knapp 1000-1200 Touren sowas. Ja, mit einer 50-60, weil es ist nur 50 erlaubt hier, mal abgesehen davon. Und ah, mein Ohr drückt, hier geht es jetzt mächtig berg runter. Und ja, 10% Gefälle haben wir hier. Das ist schon ordentlich. Und ja, dementsprechend spart er halt ein bisschen Sprit. Jetzt geht hier auch schon was anderes. Jetzt geht es hier wieder hoch, jetzt muss ich mal schalten, ob still oder nicht. Ja, wir hören uns auf jeden Fall. Malerische Örtchen gibt es hier. Wenn man die bei Tag sehen würde, wäre bestimmt interessant. Aber nachts sieht man auch ein kleines bisschen was. So richtig mittelalterlich. Jetzt.
sticht das Ding, ja. Willkommen, ich glaube, es ist fast jetzt Österreich. Ich hoffe, das ist bald. Zapata, saluto, città, der, casa, road trip, yeehoo! Ist das Nest, glaube ich. Nest Österreich. Ja, was soll ich euch erzählen? Der Roadtrip nachts geht so allmählich weiter. Wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 5 Stunden gefahren oder sowas. Ja. Was um die Dreh rum? Sagen wir 5 Stunden. Und sind jetzt schon relativ nah am Ziel irgendwo. Und jetzt haben wir noch einen wunderschönen italienischen Kreisverkehr. Und wir haben die goldenen Stunden ausgewählt. Genau, also es ist jetzt noch eine Stunde, dann ist es um 4 Uhr. Um 4 Uhr war immer so die Knackzeit, um 4 Uhr, um 5 Uhr, wo es dann wieder losgeht. Und auch morgen ist Samstag oder sowas. Freitag. Freitag? Freitag. Ja, morgen, ja. Also ist doch wieder Stoßzeit. Früh. Und von daher sehen wir mal, dass wir noch eine Stunde gemütlich fahren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und noch ein Tunnel, so ist es beim Nachtfahren. Ja, Tunnel ist so, immer so Highlight, ja, noch interessanter. Weil da hat man so viel mal eine andere Beleuchtung immer. Und jetzt ist der nächste Tunnel, das ist jetzt hier irgendwo Kreoxid oder wie die. Guckt einfach mal auf die Karte hier. Ja. 28 Kilometer noch, dann kommt was anderes. S. 5, 4, 9, 3. Alles 50, 30, Leute, Alter. Landstraße, was ist mit 30? Yeah.